Aktion am 9.12.1942 in Auschwitz. Ermordet in Auschwitz. Daisy Klein, Essener Straße 20, Mütter Morbid. Geboren am 20.08.1938 in Berlin. Hier ein Zitat ihrer Großcousine. Daisy war ein hochintelligentes Kind. Da die Eltern und Großmutter arbeiten mussten, blieb sie lange in der Obhut des Großvaters. Den las sie oft aus Wilhelm Busch vor, sodass sie das alles auswendig aufsagen konnte. Und wenn er einen Fehler machte, verbesserte sie ihn. Deportation am 4.8.1943 nach Theresienstadt. Weitere Deportation am 16.10.1944 nach Auschwitz. Ermordet in Auschwitz. Sie wurde 6 Jahre alt. Ich bin sehr froh, dass wir noch so zahlreich hier sind jetzt. Wir warten das Ende des Schabbats ab. Dann werden Rabbinerin Ederberg und Rabbiner Nachama zu uns sprechen. Es wird noch einen Moment dauern. Der Schabbat ist zu Ende, wenn der erste Abendstern, die Venus, am Himmel steht. Und dann wird sich Rabbinerin Ederberg von der Neuen Synagoge zu uns auf den Weg machen. Und Rabbiner Nachama wird ebenfalls in wenigen Minuten zu uns stoßen. Es brennt. Es brennt, Brüder. Es brennt. Das ist ein Ghetto-Lied von Mordechai Gebirtig. Schön wäre es, wenn es nur ein Lied gewesen wäre. Leider war es mehr. Es begann am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz, dem heutigen Bebelplatz, mit der Bücherverbrennung. Es ging weiter mit der Pogromnacht, heute vor 75 Jahren, in der nicht nur Synagogen und Geschäfte jüdischer Kaufleute brannten, sondern auch zehntausende Menschen deportiert und mehrere hundert erschlagen wurden. Und es endete mit einem Brand, der den ganzen Kontinent verheerte. Wer nennt die Namen? Wer kennt die Zahl der Opfer? Wer nennt die Zahl der gefallenen Befreier? Es brennt. Es brannten die Synagogen in Deutschland. Es brannten die Synagogen aller jüdischen Gemeinden. Heinz Galinski,
der langjährige Vorsitzende dieser Gemeinde, stand in jener Brandnacht vor der brennenden Synagoge in der Fasanenstraße und hat zu Protokoll gegeben, dass es Menschen in Deutschland gab, die es nicht fassen konnten, dass man auch vor Gotteshäusern keinen Halt gemacht hat und dass es eben auch andere gab, die mit hochgeschlagenem Kragen an den brennenden Gotteshäusern vorbeigingen und nichts sehen wollten und solche, die ihrer Zustimmung lauthals Ausdruck gaben oder sensationslüstern ausgiebig zusahen. Wir stehen heute hier, um jener Pogromnacht zu gedenken, die Heinrich Heine recht gab, der angesichts der brennenden Bücher auf dem Wartburgfest ein Jahrhundert davor prophezeit hatte, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Es brennt. Dort, wo man Synagogen in Brand gesteckt hat, Menschen deportiert und ermordet hat, entstand ein fabrikmäßiges, nie dagewesenes Morden. Und es bleibt uns allen Verantwortung dafür zu tragen, dass sich Primo Levis Verdikt, es ist geschehen und also kann es wieder geschehen, nicht ebenso erfüllt wie Heines Prophetie. Wir stehen hier, um zu mahnen, damit es nie wieder geschieht. Einzelne, die Zeit des NS-Terrors und des Mordes an den europäischen Juden überlebten und in der Gemeinde fortlebten, sondern weil sie sich engagierten für das jüdische Nachkriegsleben in der dann liberal genannten jüdischen Gemeinde zu Berlin. Und so oft wurde Samuel Holtheim zitiert, wenn es um deutschsprachige Gebete ging, die von Altfrommen immer in Frage gestellt wurden. Ich habe die Stelle in seinem Predigtbuch gleich finden können, obwohl ich das Zitat fast auswendig kann. Holtheim war der Rabbiner eben dieser Reformgemeinde hier an diesem Platz. Und er sagte: Nicht die Sprache, in welche die Propheten lernen, sondern der Inhalt dessen, was sie lernen, der Geist, in dem sie lernen, das ist heilig. Nicht die Sprache, in welcher die Gebote verzeichnet sind, sondern die Gebote selbst, sie sind heilig. Nicht die Laute, in welchen die unsterblichen Sänger dichteten, sondern das tiefsinnige, unsterbliche Gefühl, mit dem sie dichteten, die Gottwesen, das ist das Heilige. 1938, wurde eben schon gesagt, wurde das Gotteshaus demoliert, nicht abgebrannt, dazu waren die Nachbarhäuser zu nah. Später wurde sie sogar noch einmal als Synagoge eröffnet und fiel dann einem alliierten Luftangriff zum Opfer. Seit wenigen Wochen ist die heute in Berlin existierende Reformgemeinde in einer Gemeindesynagoge in Charlottenburg untergebracht. Heute, man sieht das kaum, weil es so dunkel ist, ist hier ein provisorischer Parkplatz und auf der anderen Straßenseite in der Johannesstraße eine noch viel provisorischere Gedenktafel. Seit vielen Jahren tragen sich Investoren mit dem Gedanken, hier ein großes, profitables Gebäude zu errichten. Und ich will diese Gelegenheit hier einmal nutzen und sagen, wie wäre es denn, wenn das profitable Haus etwas kleiner würde? Und wenn die Investoren in der Kubatur des alten Tempels dort wieder eine Reformsynagoge entstehen lassen würden. Etwas weniger